Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Salut et fraternité, citoyens, les spectateurs. Willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Together Hearts of Iron 4 mit mir, dem Citoyen Günther Shadow. Und ich bin nicht der einzige Genosse, der da ist. Der Mr. Merp, Genosse Merp, ist auch da. Ich grüße dich. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mister wäre ja jetzt schon wieder so ein bisschen, ne, das würde dich ja schon wieder gesellschaftlich abheben. Das würde ja nicht zu unserer sozialistisch-kommunistischen Gleichmacherei hier passen, ne, vor dem Hintergrund. Genau. Ne? Mhm. Wo wir gerade bei Gleichmacherei sind, ich lade dich jetzt in mein Bündnis ein. Ja, Sekunde. Ich nehme das auch gleich an. Ich bin noch gerade hier dabei, die ein oder andere Einstellung zu machen. Ich stelle übrigens fest, ich habe halt gar kein Sonar. Ich müsste mal ein Sonar forschen, ne? Sonst verliere ich hier noch ein bisschen. So. Du sagst mir dann noch, wann ich dich zu den Waffen rufen soll, ne? Noch nicht gleich. Also ich glaube, dadurch, dass ich jetzt dich ins Bündnis aufgenommen habe, jetzt lass mal laufen, ja, dürfte der Deutsche plötzlich realisieren, oh fuck, ich sollte vielleicht Truppen woanders hin verlagern. Ja. Guck mal, der bewegt jetzt schon Truppen weg, siehst du? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er bewegt jetzt schon Truppen weg von deiner Grenze. Ja, irritieren wir ihn ein bisschen, ne? Genau, das ist nämlich genau das, was wir jetzt hier tun. Und das ist eigentlich auch schon der ganze Plan ist fürs Erste gewesen, also den Druck von deiner Grenze nehmen. Denn ich baue hier einfach gerade eben noch eine zweite Verteidigungslinie auf. Da bin ich jetzt gerade eben ganz stumpf, ne? Also jetzt hier, ich habe nicht vor, viel dem Deutschen abzugeben. Fürs Erste, ne? Der soll ruhig an uns zerschellen, wie so das Flugzeug, das wir gleich abschießen werden von ihm. Ja. Okay. Wo setze ich dich gerade überall ein? Ich würde nämlich sagen, ich gehe jetzt mal ein bisschen offensiver vor. Dann müssen natürlich die Screens auch noch ein bisschen offensiver sein. Weil ich denke, die Krieg beitreten von Mongolei. Das brauchen wir nicht. Die Mongolei, ja, die hat da Bock drauf, aber ich halte davon immer. Ja. Die scharren auch mit den Hufen da hinten, ne? Muss nicht sein, ne? Okay. Die will auch schon die ganze Zeit in meine Kriege rein, aber was hat die Mongolei? 13 Divisionen. Ja. Nee, übrigens, gerade eben ist Ungarn den Achsenmächten beigetreten, wie ich gerade eben realisiert habe. So, ich erforsche jetzt den T-34-Panzer schon im Jahre 1941. Das ist schon relativ früh. So, wir haben jetzt mal ein bisschen mehr Sicht hier. Ich will eigentlich das hier erweitern. Oh, wir haben die italienische Flotte gesichtet. Ja, kommt her, ihr angeschlagenen Zerstörer. Jawohl, der erste ist down. Der Kreuzer. Boah, yes, Leute. Alter. Wir haben den Kreuzer versenkt und 9 Zerstörer. Nice, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. So muss das laufen, Kinder. So muss das laufen. Ich muss mich jetzt gerade auch mal um meine Flotte kümmern, du. Okay. Ehrlich, dass ich das noch gar nicht getan habe. Kann ich... Okay, ich könnte versuchen, von deiner Südküste des Iran eine Invasion in Italien zu starten. Aber ich bin jetzt einfach mal geisterkrank und vertraue drauf, dass die Briten das hinkriegen. Berühmte letzte Worte. Okay, pass auf. Mach mal hier. Schick die mir mal darüber. So, ich brauche einen neuen Fokus. Ich glaube, ich nehme die Versöhnung, damit ich bei 65 Stabi bin. Weil ich bin nur bei 55 Stabi. Das ist halt einfach nicht viel, ne? Dann nehme ich direkt die Militärfabriken. Ach Gott, die sind ja hier drin. Wie viele U-Boote habe ich denn hier? Shit! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. Ja, ich mache jetzt mal hier Konvoi-Überfall an. Oder hole ich mir noch die 4 Mil vorher?
Komm, wir holen uns erst die Stubby. Wir gehen da auf Nummer sicher. Oh, nein, Jean de Lattre wurde krank. Okay. Und Alter, wir haben das Flaggschiff der italienischen Flotte versenkt. Nice. Das klingt doch vielversprechend. Das ist tatsächlich vielversprechend. Ich glaube, die Briten haben die schon so ein bisschen weich geklopft. Ey, so krass, ne? Ich habe nur 2 Zerstörer verloren. Will ich nochmal einen Deutschen anheuern? Kann ich das? Sehr geil. Ich will gerade eben nochmal gucken, wie ich nochmal einen weiteren Agenten anheuern kann. Ich glaube, ich brauche nur einen Deutschen. Kann ich einen Ungarn? Boah, geil. Wir haben jetzt auch noch den Rest der Flotte versenkt. Die Briten waren allerdings zugegen, muss man sagen, mit so 260 Flugzeugen. Das macht das Ganze noch mal ein bisschen einfacher. Das hat sicherlich geholfen, sagen wir mal so, ne? Oh shit, der greift meine Screens an. Oh nein, die stehen noch auf mittlerem Risiko angreifen. Du Spaten. Himmel, die Zerstörer weg. Ich fass es nicht. Er hat die komplette Zerstörerflotte gehimmelt. Du meinst es nicht ernst. Gegen was jetzt aber eigentlich? Das kann unmöglich alles gewesen sein. Also, ich bin kurz davor, einen Wutanfall allererster Kajüte zu kriegen. Einfach nur, Leute, ihr seht, wie wichtig das ist, diese Einstellung halt zu machen. Ansonsten wird die KI eure Kreuzer auf Todesfahrt schicken. Das ist so bitter. Ja, die KI macht hier eine ganze Menge Fragwürdigkeiten. Das ist leider, leider wahr. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt fängt an mit den Marinebombern hier meine U-Boote zu jagen. Da müssten wir uns auch noch eine Antwort drauf einfallen lassen. Ja, toll, jetzt habe ich überhaupt keine Screens momentan. Da kannst du auch die Angriffsflotte kannst du mal ankern lassen, ne? Das bringt dann erstmal auch nichts. So, komm hier, lass die auch mal ankern. Das hat überhaupt keinen Wert, was du hier machst. Alter Falter. Okay, du nimmst die und die Meereszone hier raus, weil der mir hier mit zu vielen Fliegern unterwegs ist und stattdessen gehst du nur östliches Mittelmeer und westliches Mittelmeer. Das reicht vollkommen. Da können die Italiener ihre ganzen Transporter sich mal schön in den Scheitel schmieren. Ja, vielleicht lag es auch daran, dass ich keinen Sprit mehr hatte und dann haben sich meine Jungs gedacht, so, hey, komm, wir versenken einfach unsere Flotte. Boah, ich bin echt am Überlegen, ob ich so wahnsinnig bin und jetzt hier einen Zwei-Fronten-Krieg vom Zaun breche. Aber guck mal, Deutschland hat jetzt eine ganze Menge Truppen abgestellt, um sie in den Osten zu stellen. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich schon ganz gerne irgendwo einen Krieg haben, du. Ich brauche halt, ja, also du kannst noch nicht so wirklich auf mich bauen, weil ich brauche halt erstmal ein paar ordentliche Truppen, ne? Ich habe halt da einfach, was das angeht, noch nicht viel, ne? Mhm. So, wir machen das jetzt anders. Alter, da hat er echt die kompletten. Einfach nur, weil er kopiert die Flottenzusammenstellung, aber halt nicht die Einstellungen der Flotte. Und dann himmelt der einfach 10 Zerstörer. Guck mal da, 2 schwere Kreuzer. YOLO! Und drauf, ne? Oh Gott. Mann, ey. Du baust mir bitte nur noch. Baust mir hier bitte nur noch dieses eine U-Boot und danach baust mir bitte Zerstörer. Boah, Scheiße. Shame, shame, oh the shame. Also ich habe es hier Xinjiang jetzt in meine Faction aufgenommen, bin es dabei, meine Truppen hier gegen Japan neu aufzustellen. Sag mal, was soll denn der Kack? Warum macht ihr das jetzt? Seid ihr völlig doof im Kopf? Sind die keine
Hä? Ach, die unterbrechen das. Ja, das muss man aber auch wissen. Okay, das wusste ich nicht. Hey, was macht denn das Spiel? Moment, warte mal, kannst du kurz mal Pause. Mein Spiel tut gerade unfassbar dumme Dinge. So, das hier sind übrigens die Mangeurs des Cargo. Danke. Ich verstehe das gerade nicht, was hier gerade passiert. Also gut, ihr bleibt hier einfach. Ja, Tatsache, hier endet's plötzlich. Nur du gehst da raus und gehst da ran. Aber du sollst da nicht ran. Weil das einfach zu krass für dich wäre. Gehst nur da ran. So. Das ist der Plan. Genau. Jetzt können wir wieder gleich weiterlaufen lassen. Ich fange jetzt auch schon an, die ersten mittleren Panzer zu bauen, auch wenn das jetzt erstmal noch fragwürdig erscheint, diese T-34er zu erforschen und die T-32er schon mal zu bauen, aber hey, irgendwas ist ja immer. Und jetzt lassen wir weiterlaufen. Mhm. So, meine Männer kommen jetzt erstmal an. Die sollten nicht alle dieselbe Farbe haben, das ist nicht günstig. Nehmen wir doch mal Pink. Okidoki. Oh, ich habe Civis übrig. Baue schnell was. Moment. Da. Bevor es schlecht wird, ne? Ja, ja, aber wirklich hier. Verfallsdatum und so. Ja. Ist bald überschritten. Was mit da bitte noch eine Civi rein? Mhm. Nicht sicher, was ich mit denen jetzt hier machen soll, aber ich produziere sie schon mal. Sie werden ja nicht schlecht werden. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Kladderadatsches hier überhaupt brauche. Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal gar nicht. Jo, das mache ich jetzt erstmal gar nicht. Ich habe aber vor, das hier zu machen. Und das hier zu machen. Oh, der Arbeitermangel verschlimmert sich. Yeah, minus 10 Fabrikleistung. Gerade, wenn ich es gebrauchen kann. Ja, die ineffiziente Wirtschaft, an der musst du jetzt arbeiten, dass die rausgeht, ne? Dann ist das eigentlich kein großes Problem mehr. Ja, ich, oh Gott, Alter, ich muss das auch noch einstellen. Hier, machen wir bitte da keine Schiffchen hier rein. Ja, sonst nervt mich das. Und also ich habe jetzt eine Kollaborationsregierung gegen Deutschland vorbereitet. Geil. Die gegen Deutschland ist voll am Start. So. Ich habe auch bald schon alles produziert, was ich eigentlich produzieren will. Mhm. So, meine Leute stehen jetzt hier bereit. Was ist denn da jetzt passiert? Ey, das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Okay, ich realisiere, hier passieren jede Menge dumme Dinge. Danke, Border Gore. Border Gore tut echt nichts Gutes hier gerade. Da verlieren nämlich gerade eben meine Verbündeten hier ein paar Truppen, weißt du, so, und
cool ist das nicht. So, checken wir mal gerade unsere Ausrüstung. Also wir haben 10.000 Knarren. Oh, du bietest mir Zusatzausrüstung, die nehme ich sofort. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Flak. Wir brauchen vielleicht ein... Ah, ja, doch, Arti wollte ich ja auch noch mit reinnehmen, ne? Ja, weil wir müssen hier... Das ist ja noch keine 20er Breite, ne? Weil wenn ich nämlich jetzt hier die Arti reinstopfe, dann brauche ich auf einmal 2.500 irgendwas und ich habe nur 1.000, ne? Ich kann ab jetzt in den Krieg rein, theoretisch. Ich habe nämlich jetzt die Boni, die ich mir erhofft habe. Wir könnten natürlich auch noch sagen, wir machen noch eine Inf rein. Wenn wir die reinmachen, dann brauchen wir... Also gut, Leute, ich join jetzt hier erstmal den ersten Krieg. Wir gehen jetzt erstmal hier auf eine 20er Breite. Wir haben momentan genügend Truppen da. Wir müssen übrigens direkt nochmal ein paar Fabriken hier bauen. Das muss ich erst gebaut haben, Leute. Bevor ich erst dann kann ich Günner beitreten. Aber das Gute an der ganzen Sache ist, ich kann jetzt hier gleich die Generalmobilmachung befehlen. So, hier bitte weiter. Und dann, wenn wir in der Rhone fertig sind, dann baust mir da bitte auch noch eine Civi rein. Baust mir hier bitte auch noch eine Civi rein. Komm, wir bauen einfach noch ein paar Fabriken. Also natürlich, klar, wir müssen auch unbedingt Mills bauen. Also wir machen halt momentan noch so einen weirden Mix irgendwie. Aber ja, das wird trotzdem passen. Lustig ist übrigens, dass ich jetzt hier die Gangxi-Clique sich jetzt mir angeschlossen hat. Ne? Ich habe jetzt hier in Asien plötzlich diesen Warlord auf meiner Seite. Geil, ey. So, wenn wir hier jetzt noch die Panzerabwehr mit reinnehmen. Ach, das habe ich völlig vergessen, dass das ja auch passieren kann. Dann, was brauchen wir? Super, ich brauche 1700 Pack und ich habe 11. Das ist es wert. So. Dann gehen wir da mit der Produktion auf jeden Fall ein bisschen hoch. Bei den, ja, machen wir ja bei den Pack, ne? Bei den Flak müssen wir noch ein bisschen verstärken. Arti geht eigentlich noch. Wir können vielleicht auch hier einen Tick bei der Infanterieausrüstung runtergehen. Dürfen wir natürlich nicht komplett vernachlässigen, ist mir auch klar. Ja, ich stelle mir gerade noch so ein bisschen die Frage... Hätten wir noch irgendwie stärker auf Flieger gehen müssen? Ich kann es gerade noch nicht so sagen, ne? Boah, eigentlich war die Idee, ne? Leute, ich sag's euch nochmal, ne? Die Idee war eigentlich geil, mit den zwei Zerstörerflotten hier zu scouten, ne? Weil unsere Angriffstruppe halt dadurch so flexibel geworden ist und wir die Italiener halt komplett wegwickeln konnten, ne? Aber jetzt gerade habe ich hier so ein bisschen Second Thoughts, ne? Nachvollziehbar. Das ist einfach nur mega, mega doof gewesen. Also gegen Japan läuft es bis jetzt überraschend gut. Ich weiß übrigens gar nicht an, Junge. Auch hier wieder, ne? Auch das gefährlich. Selbst meine Minenschiffchen wollen irgendwie immer angreifen, ne? Das ist echt nicht ganz so cool. Naja, die Minenschiffchen werden halt auch in Kämpfe verwickelt dagegen. Ja, das ist richtig, cool. Ja. Ach du Scheiße. Ey, das meinst du nicht ernst, ne? Okay. Ich habe die Geschwindigkeit absichtlich jetzt übrigens verlangsamt, ne, weil jetzt hier sehr viel Micromanagement eigentlich passieren muss. Der klatscht. Der klatscht echt astrein die Briten da unten weg in Äthiopien. Der Italiener? Ja. Ich muss jetzt da runter. Dann musst du dir halt jetzt ein Französisch-Ägypten machen. Ja, besser, also besser gesagt, er nimmt mir ja sonst meine Provinzen da unten, ne? You know? Mhm. Also das dauert nicht mehr lang, bis der da durch ist.
wenn ich Pech habe. Ja, und ich stehe dann da mit meinem frisch gewaschenen Hals. Ja, 6 U-Boote sind weg. Ja, auch da wieder falsche Einstellung gewählt, ne? Oder? Wo war's? Ne, hier. Eigentlich nur bei niedrigem Risiko. Okay, das ist mir ein bisschen zu crazy. Dann mach folgendes. So, mach mal dieses hier. Und du gehst bitte hier scouten. Okay, pass auf, mach das so rum. So, scouten bitte hier. Nicht angreifen. Nur bei niedrigem Risiko angreifen. Die Flotte, die kann ja sogar was. Und du bitte dann auf Angriffstrupp. Genau, aber nur hier. Ja, okay. Gut, und wenn du dann was siehst, dann hauen wir dem einfach mal. Dann geben wir dem eine Klatsche. So, also mit Japan sieht es interessanterweise gerade eben aus. Ich krieg Zustände, ne? Der campt dann natürlich in dem beschissensten Billo-Pimmelhafen, den ich hier im Mittelmeer habe, ne? Wo ich sogar noch eingestellt habe, dass hier keine Flotten repariert werden sollen. Warum campt der da drin? Warum campt der da? Da kann doch nicht mal ein Schiff repariert werden. Was ist das denn hier? Ich krieg... wie gesagt, Wutanfälle sind heute vorprogrammiert. Fällt gar nicht auf. Okay, das waren Haufen Einser-U-Boote, die ich verloren habe. Das ist nicht so schlimm. Endlich. Okay, gut. So. Oder hat er das gemacht, damit die Feuer, damit die Dinger da geschont werden? Ich weiß es nicht. Machen wir bitte hier das Hydrophon rein und hier... Nee. Mach mal bitte hier Stufe 3 Feuerleitanlage, danke. Oh, hat er das Ding jetzt... Ja, der hat das dann wieder umbenannt, ne? Ja, ja, okay. Das sind die Mangeurs des Cargo 1940. Umbenennen. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ich habe jetzt nicht mehr genau hingeguckt. Ja, ersetzt mir bitte die Produktion. So, und du gehst dann, wenn du fertig bist, gehst du hier hin. So, zack. So, weil das hier passiert, ein U-Boot verloren. Macht nix. Nee, warte mal, lass mal hier. 41, 149 Tage. Kriege ich halt nochmal mehr Produktionskapazitäten. Ist eigentlich geil, ne? Mach das mal bitte. Ich gehe echt noch ein bisschen auf Produktion. Okay, wow, wo fährt der jetzt lang? So, ich versuche es die Japaner erstmal aus meinem Rücken zu vertreiben hier. Sonst wird das ungünstig. Jetzt müssen wir eine Weile durchhalten, ne? Bis die USA halt hier mit einsteigen. Ey, du hast kreative Lösungen. Hier. Und ich fange jetzt an hier mit der Panzerproduktion. Ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen spät, aber besser spät als gar nicht, sage ich dazu nur. Ja, das ist, ja, das ist 1940 für Sowjetunion geht doch aber eigentlich auch so jetzt historisch gesehen so, ne? Also so die, ne? Ja, also ich würde mal behaupten, dass meine Armee deutlich besser aufgestellt ist als die Originale damals. Mhm. Aber das wird sich noch zeigen, denn ich baue ja noch Bunker jetzt hier an der, also in der polnisch, ehemals polnischen Gebietsgrenze. Ja. Dass ich da wenigstens Stufe 3 Bunker habe, um die aufzuhalten. Ich glaube nicht, dass die Rumänen mich wirklich pushen können. Ich glaube nicht, dass die EU und Ungarn mich pushen können. Ich glaube aber, dass die Deutschen mich pushen können. Mhm. Und darauf habe ich irgendwie wenig Bock. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich habe wenig Bock zu. Ich muss jetzt übrigens, glaube ich, auch mal so langsam in die Jäger- und Marinebomberproduktion einsteigen.
Na, Jäger habe ich einige. Aber, wobei Marinebomber, ja, ein paar brauche ich, ne? Ich brauche halt wieder ein paar Träger-Marinebomber, weil die sind bei mir schon so ein bisschen down. Und ein paar Jäger. Ich brauche 2 für Verstärkung. Dann machst du mal bitte. Stopp, das ist egal. So. Ich kann ihm hier nicht sagen, welche Menge er davon produzieren soll, ne? Nee, ne? Der produzierte dann einfach so weiter, ne? Ja, ist auch okay. Gut. So, wo sind meine Soldätchen? Ah, krass, ja. Guck mal, sie haben Griechenland angegriffen. Jetzt kommt erst der Krieg. Die Italiener sind übrigens gerade nicht mehr präsent in, also da in Entschuldigung, in den ehemaligen britischen Territorien. Ja, die greifen jetzt Griechenland an, deswegen sind die da nicht mehr so aktiv. Das hat eine ganz simple Logik. Ich finde aber auch allerdings, pass auf, du kannst das dann wieder löschen, dann kannst die Truppen wieder alle zurückholen, also egal. Stell die mir mal bitte hier hin. So. So, wie sieht denn die Lufthoheit aus? Sie ist teilweise okay. Oh, kurze Pause. Mhm. Ich habe gerade auf einmal Fabriken übrig. Und ich weiß gar nicht, will ich überhaupt so viele Marinebomber haben? Ich glaube, Jäger sind ja gut, dann kann er mit seinen Marinebombern ohnehin einfach gar nicht so viel anfangen, ne? Mhm. Meine Leute sind übrigens so dumm, die kommen auf die Idee, sich selber kesseln zu lassen. Autsch. Das ist nicht zu fassen. Lässt du die KI deine Einheiten steuern? Teilweise, das macht gerade eben einen Generalangriff. Das passiert ja da auch ganz gerne mal, ne? Mhm. Okay, pass auf. Ach nee, alles gut. Ist alles gut. Das sah nur so aus. Sah ein bisschen weird aus. Mhm. Okay. Ich muss noch ein paar Punkte warten. Ich habe Widerstand in den besetzten Gebieten. Das ist normal. Man nennt sie auch Sardinien. Großartig. Also, du willst wahrscheinlich noch auf 2 weiterspielen gerade, ne? Wegen deiner... Idealfall, ja. Ja, dann lass es. Ja, ist okay. Alles Krieg gut. Hier und ich muss das hier kurz mal erstmal abchecken, wie gut das hier für mich läuft oder wie schlecht. Ja. Ich habe vorher... da kommt tatsächlich eine Seeanlandung der Japaner. Dann wissen wir immerhin, dass wir uns um sowas Gedanken machen müssen. Was habe ich denn hier für Truppen? Euch schmeiße ich hier mal raus. Das mache ich auch mal raus. Ich brauche eigentlich nur ein paar von diesen Dödelköppen hier, ne? So 24 davon... um meine Gebiete zu sichern. Okay, die Japaner haben jetzt hier tatsächlich eine Anlandung gewagt. Der Fall von Vladivostok. Ja, das ist, kann man als ungünstig bezeichnen, was jetzt hier gerade passiert ist. Uff, okay. Alter, du verteidigst da aber auch einfach eine riesen Front, ne? Ach du, ich habe noch gar nicht angefangen, hier große Fronten zu verteidigen. Wobei, das meiste gewinnst du ja. Ja, so 50-50, sage ich jetzt mal. Mhm.
Ich lasse den jetzt tatsächlich einfach mal Vladivostok. Das war halt doof, dass der hier reingestoßen ist. Aber egal, Leute, ich würde einfach mal sagen, wir machen an der Stelle wieder einen Cut, ne? Ja. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.